Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Orakel. Ja, der Vollmond in der Jungfrau war vor ein paar Tagen und natürlich möchte ich dazu noch ein kleines Video machen, ein kleines Update-Video und euch zeigen, was der Vollmond hier zumindest in dem Mond-Orakel-Kartenset euch sagen möchte. Du bist gut genug. Glaube daran, dass dein Mindset Berge versetzen kann. Glaube daran, dass ja die Natur, vielleicht die Farbe Grün jetzt auch für dich wichtig sein kann. Geh heraus aus deinen Ängsten und glaube daran, du bist wundervoll, so wie du bist. Und du ziehst auch das an, woran du glaubst. Ich möchte hier mal, okay, das Krafttier-Orakel fallen lassen. Es sind bereits zwei Karten gefallen. Es sind wunderschöne und ich muss sagen, mal wieder sehr stimmige und passende Karten. Die Katze. Die Katze Nummer 28 steht für die Unabhängigkeit. Beanspruche deine Unabhängigkeit. Werde selber zur Katze. Werde unabhängig von den Einflüssen von außen. Konzentriere und fokussiere dich nur auf dich, denn du selber, du bist gut genug und du darfst darauf vertrauen. Wie das Pferd dir sagen möchte, die Freiheit ist dein. Du darfst dein volles Vertrauen und Temperament auch nach außen zeigen. Der Vollmond in der Jungfrau steht für die Selbstliebe und ist es wichtig, auch da wieder hereinzukommen. Wichtig, in die Selbstliebe zu kommen, vor allem das Vertrauen zu haben und die Freiheit zu genießen. Du bist perfekt, so wie du bist und du ziehst Liebe an, wenn du den Moment voll genießt und auch unabhängig, von irgendwelchen Ängsten bist. Ich möchte jetzt noch mit dem Lenormand nachfragen, was darf ich zu dieser Botschaft sagen? Ja, hier geht es wohl noch etwas um die äußeren Einflüsse, aber auch um die eigenen kleinen Ängste, vielleicht auch die kleinen Gedanken, die immer wieder in deinem Kopf herumschwirren. Du bist nicht gut genug, du wirst es eh nicht schaffen. Lass die Gedanken wegfliegen. Lasse keinen Platz für solche Gedanken, sondern komme klar in deine Unabhängigkeit. Du bist gut genug, so wie du bist und du darfst deine Freiheit leben. Komme heraus. Für manche scheint es noch wichtig zu sein. Es ist ein wichtiger Prozess. Vielleicht zum Lernen, dass man vielleicht auch mal ein Risiko eingehen darf. Denn die Freiheit ist grenzenlos. Und du brauchst dich nicht von irgendwelchen anderen Meinungen, aber auch nicht von deinem kleinen Gedankengespinsten in deinem Kopf verrückt machen lassen. Ich kenne es nur selber gut genug, dass man sich manchmal einredet, es wird eh nicht klappen, da ist eine andere, den Job kriege ich eh nicht oder die Wohnung, die sieht so schön aus, aber das schaffe ich doch eh nicht. Heraus aus diesem Gedanken, meine Lieben. Du bist gut genug und du wirst es schaffen, wenn du daran glaubst. Du wirst die Früchte davon tragen können. Wie die Farbe Grün hier auch sagen möchte, komm heraus aus diesem anderen Gedanken und lasse einen wunderschönen Samen keimen, der gut für dich ist, der Harmonie hereinbringt. Was bringt der Vollmond? Okay, wir haben hier jetzt nochmal die Eulen, eine doppelte Bestätigung, dass es hier nochmal um irgendwelche Ängste geht, vielleicht auch tatsächlich um alte Themen, die schon lange in dir drin sind. Es ist nun die Zeit, sich davon zu befreien. Es ist die Zeit, in die Veränderung zu kommen, eine positive Veränderung, die mehr Stabilität bringt. Du solltest solch eine Stabilität dir selber geben und nicht von anderen erwarten. Gebe dir selber die Kraft und das Vertrauen.
Gebe dir selber den Halt und erwarte es nicht von anderen. Mache dir klar, du bist wundervoll, was ich manchmal auch so sehr gerne sage. Einige von euch kennen diesen Spruch, ja. Werde zur Sahnetorte und lasse dein Gegenüber, wenn es um die Liebe geht, nur die Kirsche auf der Sahnetorte sein. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dann ist es die Zeit, dann bist du in der richtigen Stimmung, dann kommt definitiv positive Veränderung auf dich zu und dann gibst du auch dir selber den Halt und vor allem die Kraft. Wenn du weißt, du bist selber gut genug, ist es jetzt die Zeit, deine eigenen karmischen, deine eigenen schicksalshaften Ängste und Verstrickungen zu lösen. Löse deinen Kummer, dein Gedankenkarussell und bleibe im positiven Vertrauen. Es wird jetzt gut weitergehen. Es ist jetzt die Zeit, ja, der Weiterentwicklung, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt mit dieser Botschaft einen wundervollen Tag. Genießt den Tag, genießt das Leben und vor allem wisse, die Freiheit ist dein. Du bist gut, so wie du bist und du darfst es voller Liebe nach außen strahlen.